Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode Tom Clancy's The Division 2. Wieder mit dabei unser lieber Floschbert. Morning. Wir spielen heute für euch in unserem Let's Play Together Format einen Nebeneinsatz, und zwar die Community der MLK-Bibliothek. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir gehen dahin, jagen alle Gegner aus dem Gebäude und haben die Mission bestanden. Da muss man nicht allzu viel zu sagen. Gehört aber halt zur Storyline, deswegen nehmen wir es mit auf. Ich muss mal eben kurz mein Equipment zerlegen. Der Floschi und ich, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was man am besten mit dem Equipment machen sollte. Wir haben da so ein bisschen gelesen. Und da war die Meinung eigentlich einhellig, dass es so ein Gleichgewicht zwischen Zerlegen und Verkaufen geben sollte, weil auch wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den ganzen Komponenten, die ihr dadurch bekommt, oder die kann ich zum Beispiel schon mal anziehen, sehr schön. Also ihr wählt das halt aus, zerlegt es dann. Dann bekommt ihr halt die Ressourcen, in diesem Fall jetzt zum Beispiel zweimal Schutzstoff. Und mit diesem Schutzstoff wiederum könnt ihr euch dann nachher in der Anfertigung Gegenstände herstellen, die dann zum Teil deutlich besser sind als der Kram, den ihr unterwegs findet. Okay, das war jetzt irgendwie strange. Ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade los war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, muss man halt sowohl zerlegen als auch verkaufen, weil man halt nicht nur diese Rohstoffe dafür braucht später, sondern man braucht halt auch das Geld, um diese Items dann herstellen zu können. Und von daher muss man halt so ein kleines Gleichgewicht finden. Ein Teil muss verkauft werden, ein Teil muss zerschrottet werden, verschrottet werden. Oh, ich habe eine neue Kiste. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ja, aber ein bisschen nachlässig. Ja, du bist auch ziemlich langsam heute, muss ich sagen. Ja. Eine Schrotflinte, dein Ernst? Wie geil ist das denn, eine Schrotflinte? Ich gestern auch schon die ganze Zeit bekommen. Ich will eine Sniper. Komm, ich probiere die mal aus. Ich probiere mal die Schrotflinte aus. Das ist bestimmt ganz lustig. Vielleicht kannst du ja dann als So. nächste Fähigkeit dieses Schild holen und einfach stürmen. Rein da, Gemetzel! Gut, dann gehen wir hier runter. Ich bin aus Versehen schon unterwegs. Okay. Ups. Noch ein kleiner Gang. Zeit Aha, für die aha, beste neue aha. Musik. Zeit für die beste neue Musik. So, los geht's. Ja, wo bist du denn jetzt schon ganz? Man hätte jetzt hier unterwegs mal gucken können, dass man hier eventuell kann hier noch irgendwas Sind Sie schon in die machen. Nee. Bibliothek eingedrungen? Wir Ah, dann bräuchten komme eine ich jetzt ganze erstmal zu Also ich dir. laufe jetzt einfach Richtung Nebenmission. Ja, ich hätte jetzt sonst geguckt, ob man da vielleicht noch irgendwo so einen kleinen Stützpunkt erobern kann oder so. Dann hätte man das mal mitnehmen können. Das kann man vielleicht nochmal im Ich Anschluss machen, je nachdem, wie lange wir jetzt für die Mission brauchen. Aber ich glaube nicht so lange. Gehört, glaube ich, jetzt nicht zu den anspruchsvollen Missionen. Es gibt übrigens einen ziemlich coolen Perk, habe ich festgestellt, den man skillen kann. Wenn du Sachen spendest, dann bekommst du für 20, nee, für 10 Minuten so eine Sicht Ja. auf die ganzen Gegenstände. Der Perk ist richtig cool. Also absolut lohnenswert. Klingt total doof, aber du siehst halt echt auf 20 Meter dann die ganzen Dinger hier hell leuchten. Sie sollten Okay. den Bereich Und du sichern und übersiehst dann nach dann. Überlebenden suchen, die hier eigentlich gewohnt fast keine haben. Kiste mehr. Finde ich echt gut. Mal die Schrotflinte Hast du auswählen. das, also das willst du skillen oder was? Das nehme ich auf jeden Fall als erstes mit rein, ja. Ah, okay. Das ist ziemlich sinnvoll. So. Hier sind die ersten auf jeden Fall. So, dann gehe ich mal rein, wa? Deine Mutter. Deine Mutter. Deine Mutter. Die lädt auch schon wieder so lange nach, die Waffe. Wo ist er da oben? Ich gehe hoch! Da oben ist der Sniper auf jeden Fall. Okay. Wo sind die Nächsten? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Komm hoch. Ich gehe hier durch die Tür. Alle Leichen tot. Ja, natürlich. Alle Sind ja Leichen. Geiseln sind tot. Wie kam das denn? Das war Hinten, doch hinten, leicht hinten, vor. hinten. Alles down. Granate, was? Lol. Die blöde Kuh.
ich muss hier weg. Lebensfunktionen kritisch. Alles klar, kein Problem. Das schaffe ich noch. Einer ist runtergesprungen. Wow, wieder weg hier. Muss mich mal kurz verbinden. Er ist ein bisschen aggressiv, der Spielstil mit der Schrot. Komm raus da. Hinter uns. Ah, vor mir ist auch noch einer. Boom. 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 Es werden Aktivitäten auf dem Dach gemeldet. Okay. Versuchen Sie hinaufzukommen. Ach so geil. Hat die Dame da unten jetzt einen Sniper dabei gehabt, dass ich natürlich nicht looten kann? Was für ein Blödsinn. Schreibt. Das Sniper da hat einen kleinen Kratzer. Das möchte ich nicht aufnehmen. Sorry. Wir sind immer noch im Fight. Ich regeneriere noch keine Rüstung. Ich auch nicht. Einer fällt irgendwie. Der unten das müsste hinter uns sein. Hinter uns oben. Wahrscheinlich. Aber ich war doch gerade schon oben. Ne, da war oben war ich nicht. Da kommt man aber nicht hin, oder? Nee, da wird auch nichts sein. Ja gut, der hat überlebt. Wenn er sich so gut verstecken kann, hat auch das Recht zu überleben. Alles in Ordnung. Okay. Alles absuchen. Ach, wir müssen ja sowieso aufs Dach. Granate! Kann ich hier auf. Ja! Haha, tschüss! Boom! Okay, die ist down. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Okay, ich gehe weiter. Ah, hier kommt gleich der Boss. Alles klar. Down. Stirb, stirb, stirb. Noch nicht. Keine Rüstung mehr. Schrot! 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 Suchen Sie nach versteckten Überlebenden. Alles gedownt! Alles gedownt! We got that bitch. Chili Vanilli. Oh ja. Oh ja. Warte mal, die Geiseln, die Armen. Ja, mach mal. Die sich hier hinter der zerbrochenen Tür versteckt haben. Geiles Versteck, Leute. Richtig gut. Wir warten, bis es sicher ist und gehen dann zum Theater. Ja. Wer hätte das gedacht? Jetzt kommen natürlich die Hyenas wieder ins Gebäude rein und wollen es zurückerobern. Surprise, surprise. Wie unlogisch. Ich finde diese unvorhersehbare Story einfach so geil, weißt du? Ja, ich merke schon, dir gefällt das Spiel richtig gut. Mega, mega. Ja gut, Story-technisch habe ich jetzt auch nicht viel erwartet, also da bin ich mal ganz offen und ehrlich. Granate! Und... Boom! Hättest du noch eine Sekunde gewartet, wäre es effektiver gewesen. Ne, die haben sich ja schon bewegt. Haben sie wieder runter gejumpt. Pebbles ist über uns. Hallo. Alter, hier sind ja überall Gegner. Erstmal verbinden. Yep. Wo ist Pebbles hin? Ich hab keine Ahnung. Der müsste schon down sein. Hast du den gekillt?
Wow, auf einmal ist er wieder hier. Ja, das ist ja. Sie kamen gerade rechtzeitig. Fuck, Junge, wo kam der her, der Lump? Oh, ganz schön klar. Also ich habe einmal kurz noch nicht das Licht gesehen. Hoch. Ah ja, ganz schön. Aufreibend war das so. Ja. Junge, Junge. Aufregend. Oh Gott. Lala. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier in der Umgebung, was man hier vielleicht noch so machen kann. Wir können uns hier ein paar Schrauben holen. Ja. Wenn wir da so hinkommen. Noch eine? Hallo? Nee, das war nur ein Dreier-Trüppchen. Okay. Alles down. Dann gucken wir mal, hier müsste man jetzt irgendwie reinkommen, aber hier stand ich, glaube ich, gestern auch schon einmal dumm vor. Was bringen denn diese Schrauben, Danny? Also die Schrauben, also ihr findet halt hier überall auf der Map, findet ihr so, so Bereiche. Hier jetzt zum Beispiel seht ihr die Schraube, dann gibt es hier nochmal eine Schraube. Hier ist jetzt Wasser zum Beispiel. Hier oben gibt es irgendwo einmal Essen. Okay, der wird anscheinend noch nicht angezeigt. Also das sind auf jeden Fall die drei Ressourcen, die ihr hier sammeln könnt. Schrauben, Wasser, beziehungsweise halt Komponenten sind das natürlich. Komponenten, Wasser und Nahrung. Und die könnt ihr dann nachher halt spenden in den Stützpunkten, die ihr erobern müsst. Und die Stützpunkte haben halt die Bewandtnis, dass ihr da jeden Tag eine große Lootkiste bekommt. Ah ja, genau, hier muss man runter, richtig. Und ihr dadurch dann halt an relativ geiles Gear kommt. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert, diese Stützpunkte zu erobern, die am Laufen zu halten über die Ressourcen, die ihr dann sammelt. Und dann könnt ihr halt jeden Tag einmal runterrennen, einmal zu den Stützpunkten hinporten und euch das Equipment abholen. Das ist halt eine relativ coole Sache, finde ich. Man muss natürlich nachher gucken, was das für ein Aufwand ist, dass man da jeden Tag die ganzen Ressourcen sammelt. Und wir waren doch noch nicht hier, oder? Hier waren wir noch nicht, ich war hier einmal. Aha. Spielst du also ohne mich? Okay. Ja. Ich bin jetzt schon einmal so durch die Gegend gelaufen, hab mich schon mal angeguckt. Ich glaube, ich habe auch gleich schon Komponenten voll. Ich glaub, eine Kiste müsste hier noch sein. Ich meine, hier waren 5 Kisten, habe ich gestern gefunden. Der Autist merkt sich wieder alles. Ich bin auch nicht sicher, wo ich die 5. gefunden habe. Das ist ein Problem. Aber müsste eigentlich passen, wir haben auf jeden Fall genug Komponenten. Wir müssen jetzt schon irgendwie 80 oder so haben. Ja, läuft. Dann erstmal raus hier wieder. Wir können nochmal zum Safehouse gehen, genau. Das war nochmal eine Option. Also Safehouse ist halt auch nochmal ja. so ein kleiner Stützpunkt, sag ich mal, wo man nochmal verschnaufen kann, wer es denn nötig hat. Auf dem Weg dann ist auch ein Kontrollpunkt. By the way. Ja, dann machen wir nochmal den Kontrollpunkt. Das ist nochmal eine geile Sache. Oh, das ist ein kleiner Fuck, den wir nochmal plündern können. Genau, gehen wir mal erstmal direkt zum Kontrollpunkt. Bist du schon wieder raus? Ja, ich bin auf dem Weg zum Kontrollpunkt. Okay, dann bist du irgendwo anders lang gelaufen. Ich glaube, ich bin genau an der anderen Seite hoch und ja. Raus aus der U-Bahn. Durchaus möglich. Ein Reh, wie hübsch. So was macht man nicht. Oh, noch ein paar Rucksäcke. Ah, hier, da. Guck. Zack. Ich glaube, ich habe hier auch noch was Dickeres. Wenn du hier hinkommen willst. Hä? Hier ist so eine Lootkiste wieder. Bist du ein Lankekrebs? Ja, wie gesagt, ich bin die andere U-Bahn hoch und... Ja, ja, gut, du bist über die Straße gelaufen, aber... Ja, gut, dann komme ich mal zu dir. Oh, du hast spazierfähige Handschuhe gefunden. Entweder spazierfähig oder strapazierfähig. Ich hoffe, es heißt strapazierfähig. Oh, ich denke, es heißt spazierfähig. Mein Gott. Oh, das wird schlecht, das wird schlecht. Hallo, kannst du mal schießen? Boah. Oh, geil. Okay, dann habe ich mich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, aber es war lustig. Nur so mit der Strumpf hinterm Nachladen. Oh mein Gott, da kommt ein Typ mit dem Messer auf mich zu. Hilfe! So, okay, sind wir jetzt schon in der Zone hier drin?
Wo bist du? Ja. Oh, dann ja, über dir hier. Schieß mal die Rakete. Kommt eine Granate zu mir. Junge, chill mal deine Base. So, wie ihr seht, wir haben jetzt hier den Stützpunkt quasi angegriffen. Ohohoho. Und warten jetzt halt darauf, dass hier Verstärkung kommt und wir die Gegner hier nach und nach platt machen können. Ah, jetzt kommt der Dicke. Komm, stirb. Oh Gott. Der gepanzerte Gegner down. Nahkampf. Aua. Alle down. Agent, hier wartet ein Projekt auf die Fertigstellung. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ja, ich glaub schon. Sich nähernde Feinde erkannt. Oh, da sind sie. Also grundsätzlich geht der Kampf halt in die Richtung, dass ihr erst diese Zone quasi einnehmt. Und wenn sie dann eingenommen ist, sie quasi gegen die Gegner wieder verteidigt, die dann wieder regelmäßig angreifen. Jetzt müssen wir in die andere Dicke Richtung. Dicke aus Osten, ja. Ich deck dich! Okay. Gut, das war's. Der Stützpunkt ist erobert. Jetzt können wir noch mal kurz looten, wenn es noch irgendwas zum Nachschubraum freigeschaltet. Ah. Genau. Die Meldung, die wir jetzt gerade bekommen haben, Zugang zum Vorratsraum, das ist das, worauf es ankommt. Der ist nämlich hier hinten. Und in diesem Vorratsraum findet ihr jetzt halt auch die Lootkisten. Da sind halt mehrere, unter anderem halt diese dicke hier. Da gibt es hoffentlich eine geile... Okay. Hier gibt es halt eine Waffe drin. Dann kann man noch so ein paar Koffer looten. Den hat Flasche schon gelootet. Und hier diese Kiste, da kann auch noch was Schönes drin sein. Nicht schon da. Der braucht sie nicht. Oh, das ist ein schönes Gewehr. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Zumindest besser als meins. Ja, die SIG kannst du mir ruhig geben. Nö. Brauchst du ja nicht, ne? Ist aktuell so, meine jetzt kann man nämlich noch diesen Kontrollpunkt-Offizier hier draußen. Dem kann man jetzt mit dem sprechen und dem quasi noch Ressourcen spenden. Also ich werde ihm jetzt ein paar Komponenten schenken, weil ich davon 100 Stück habe. Na, ich spende auch mal ein paar. Jetzt haben wir natürlich noch kein Wasser und keine Nahrungsmittel. Also hier seht ihr jetzt, Wasser braucht er auch gar nicht. Der braucht halt eigentlich jetzt noch hauptsächlich Nahrungsmittel, die wir bis jetzt leider noch nicht gefunden haben. Man kann mal eben kurz gucken, ob hier eventuell in der Umgebung irgendwo eine Möglichkeit ist, ein Stück weiter nördlich. Da können wir noch mal kurz hinlaufen. Das ist quasi beim Nebeneinsatz. Dann gehen wir da noch mal kurz hin und füllen noch mal kurz die Nahrungsmittel dieses Stützpunkts auf. Also jetzt habt ihr es halt gesehen, Eroberung relativ simpel, ihr feuert die Flare ab, müsst die Gegner bekämpfen, an irgendeinem Punkt des... Okay, was hier ist los? Kann ich nicht runterrennen? Da ist auch wieder irgendwas Geiles. Ah, ich hänge. Ja, hier bin ich gestern... Oh, was ist denn hier los? Ich werfe mal eine Nate dahin. Ja. So. Zusätzliche Feindkontakte. Okay, wo? Hinten ist eine Elite. Oh, Granate! Lade nach, ich deck dich! Ich komm von der Seite! Schrotflinten-Action! Kamikaze! Zugangsschlüssel entdeckt. Oh, Zugangsschlüssel entdeckt. Oh, yeah. Ja, da wissen wir tatsächlich noch nicht so ganz, wofür die Dinger sind. Also grundsätzlich natürlich, um damit irgendwelche Kisten aufzuschließen. Aber ob das jetzt Kisten sind, die quasi da liegen, wo man den Gegner besiegt hat und die Schlüsselkarte gefunden hat, oder ob die
irgendwo anders sind später, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir noch mal gucken. So, wir gehen hier mal die Straße weiter. Ja, aber das haben wir da jetzt noch nicht. Ach ne, hier muss er den öffnen, den Behälter, glaube ich. Kommen wir zurück. Ja, ich komme. Gut, dann hätte sich die Frage ja auch direkt geklärt. Dreimal Polycarbonat. Ah, da hinten ist es. Hier hast du den Behälter gefunden? Okay, ja gut, dann wissen wir das ja für die Zukunft. Ich konnte ihn jetzt öffnen, obwohl ich den Schlüssel nicht aufgenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann den auch nochmal öffnen das konntest. Wohl nicht. Nee. Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, hier links in der Gasse ist auch noch ein kleines Event. Könnte eventuell sein, dass es eine Hinrichtung ist. Ich habe hier gerade zumindest Stimmen gehört. Kleines Event. Ja. Hier ist nochmal eine Kiste, eine Kammer. Oh yeah. Mit einer Waffenkiste. Noch eine Schrotflinte, nice. Muss mal gucken, ob die besser ist als meine aktuelle. Was hab ich denn jetzt hier bekommen, eine SMG? Mehr Schaden, mehr Schüsse pro... Oh, nice! Was mach ich denn jetzt hier? Drei Schüsse im Magazin, das ist natürlich ein bisschen doof. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Naja, ich bin jetzt, glaube ich, nicht so begeistert von dieser Waffe. Aber was quietscht ihr denn so? Ist doch bestimmt eine Falle. Ist doch gar nicht eine Falle. Hm? Okay. Ist der Alarm aus. Na gut. Also du weißt... Hä? Wir wollten doch eigentlich zum Safehouse oder wollten wir noch einen Nebeneinsatz machen? Ja, wir wollten zum Safehouse, genau. Ja, dann müssen wir jetzt mal da... Du läufst dann in die falsche Richtung. Also Safehouse ist bei mir im... Ich hab's nochmal kurz markiert. Westen. Läuft bei dir, Flasche. Nee, du bist mal nee, ich immer, hatte, also du bist wie immer schon wieder verwirrt, wie gestern. Ich hatte ja, ich weiß nicht, was da los ist bei dir und diesem Spiel. Ich hatte ja gerade vermutet, dass hier so noch... Das sind so viele Eindrücke, die da auf dich einprasseln, ja, wahrscheinlich. Ja. Ich hatte gerade vermutet, dass hier noch eventuell irgendwie eine kleine Nebenquest zu erledigen ist. Also so eine schöne kleine Hinrichtung oder so, die man vereinigt. Ich denke, muss. Die wirst du überall haben. Ja, das stimmt. Aber da muss man ja mal gucken hier, ne? Okay, der bekämpft gerade die Gegner, dann renne ich hier live weiter. Ganz gemütlich einfach mal lang. Vielleicht findet man hier noch so eine kleine Kiste. Oh, was haben wir denn hier schönes? War ich hier schon mal? Ah, hier sind wir, glaube ich, gerade in der Mission gewesen. Ja gut, dann gehe ich hier wieder raus. Okay. Da ist auch nichts. Keine Gegner oder so. Ganz komisch. Öde, du. Straßen sind leer gefegt. Die Hyenas haben keine Lust mehr. Oh, ein Hund? Moin. Oder war das ein Reh? Das war, glaube ich, ein Reh. Oh. Was ist? Er ist doch schön aufs Autodach geklettert. Also ich finde die Steuerung, pardon, wenig intuitiv, muss ich sagen. Ah, ich merke schon, das Spiel gefällt dir. Ja. Nö, das Spiel an sich ist cool, aber ist halt wie bei allen Shootern immer so, ne, dass ich jetzt, ist ja jetzt nicht unbedingt ganz mein Metier. Muss man jetzt ja ganz klar dazu sagen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste, also ein Rucksack, den man noch plündern kann. So, da sind wir auch schon im Safehouse. Was genau diese Safehäuser jetzt bezwecken, wissen wir noch nicht so wirklich. Also anscheinend kann man hier wohl nachher Missionen machen. Das ist der einzige Ort hier in der Gegend, den die. Auf jeden Fall sieht man hier dann halt mal ein paar andere Spieler, die hier rumkrebsen. Man kann hier so ein paar Sachen weglegen in sein Inventory. Da haben Sie alle Hände voll zu tun. Ja, man findet hier die SAD-Technologiebehälter, das wäre dann der nächste Punkt. Hier sind jetzt über die ganze Map sind hier diese SAD-Technologiebehälter quasi eingezeichnet, die wir jetzt ablaufen und einsammeln müssen. Das sind quasi Skillpunkte, wenn man es so möchte, die man dann nachher im Weißen Haus wiederum für Fähigkeiten eintauschen kann. Und das ist aber eine Sache, die wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Dann nach mittlerweile 25 Minuten sind wir am Ende unseres kleinen Let's Play Togethers zu Tom Clancy's The Division 2.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da oder einen Daumen hoch. Würden wir uns mega drüber freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.